Ja, damit herzlich willkommen zum Video zum Halloween Horror Festival 2018 im Moviepark. Ich stehe am Eingang und ihr fragt euch vielleicht, warum ist es dunkel? Ja, es ist so, dass wir erst gerade angekommen sind. Es ist schon 7:45 oder so ungefähr. Und eigentlich ist morgen der Tag, an dem wir den Moviepark offiziell besuchen. Aber wir dachten uns, wir haben gehört, es soll sehr voll gewesen sein letzte Woche Samstag, also am ersten Tag. Und ja, da wir befürchten, sonst nicht alle Mazes zu schaffen, beziehungsweise nicht die, die wir halt alle schaffen wollen, dachten wir, hey, warum fahren wir nicht einfach am Anreisetag schon in den Moviepark und machen noch ein oder zwei Mazes, je nachdem. Ja, da sind wir. Wir gehen gleich rein und gucken mal, was wir noch schaffen. Okay, es kam, wie es kommen musste. Matthias musste sein Ausweis vorzeigen und ich nicht. Dabei bin ich nur 5 Tage älter. Okay, ihr seht ja schon, irgendwie ist es total leer, also hier zumindest gerade. Ich merke, dass ich von meiner Gruppe getrennt wurde, weil ich zum Film stehen geblieben bin. Egal. Die Stimmung hier, die Atmosphäre ist der Hammer. Man kommt hier an, hat direkt diese laute Musik von Hostel. Alter, ich bin schon so dabei. Oh, ich freue mich so. Und jetzt, ich hab's gar nicht gesagt, wir besuchen jetzt Hostel als erstes. Immer noch sehr cool, aber ein bisschen entschärft. Also da waren keine Noten mehr und da war auch nicht mehr dieser Laptop mit diesem Video. Ja, naja, aber es war trotzdem cool. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen, aber ich melde mich dazu gleich wieder. Was zur Temperatur. Oh, hier ist gerade so eine Klimaanlage. Das ist, oh, weil, ja. Heute ist der 12. Oktober und ich schwitze. Ich habe am Ende ein Messer im Rücken. Das war das Beste. Gut. Ja. Ja, es geht direkt weiter mit Insidious. Okay. Hätte nicht gedacht, dass wir so viel schaffen heute. Voll gut. Insidious, Matthias. Das war besser jetzt. Das war gut. Ich habe mich so oft erschreckt. Da hatte ich von allen drei, in denen wir jetzt waren, bisher hatte ich am meisten Angst da drin. Das war mega gut, ja. Und ich habe mich so oft verjagt, aber am dollsten verjagt habe ich mir immer noch im Hostel, als diese S-Bahn oder was auch immer das ist, ankam. Weil ich dachte erst, die leuchtet mir, aber dann fährt die noch so auf einen zu. Guck mal, hier ist Belle. Voll gut. So, wir versuchen jetzt noch in den Circus of Freaks zu kommen. Und wenn noch auf ist, dann hätten wir sogar 4 Mazes noch geschafft. Thank you.
kennt so eine Figur aus Ice Age noch. Das Mammut. Money heißt das, ne? Und das ist Money gewesen. Wir hatten eben so eine Situation. Wir haben so einen Menschen gesehen. Und also wirklich, von mir aus darf sich echt jeder so klein, wie er möchte. Ich akzeptiere alles. Ich akzeptiere auch das. Aber es hat halt dazu geführt, dass wir mit den Leuten, die hinter uns standen, eine Diskussion angefangen haben, ob dieser Mensch dazugehört hier zu dem Halloween-Horrorfest als Erschrecker oder ob das eine private Person ist, die sich so klein ist. Und Fotos macht. Weil Fotos er machen Fotos wir halt schon gemacht. Irgendwie, aber... Wir wissen es nicht. Ich kann nicht filmen sollen. Ich mach's vielleicht morgen. Wenn er morgen nochmal da ist, dann. Ich blende sie. Oder sie? Oh. Ist doch egal. Ich blende euch ein Bild ein, falls ich noch eins machen konnte. Ach ja, Circus of Freaks sind wir jetzt. Naja, man hat es auch schon gesehen. Das war gut. Das einzige Maze, was wir letztes Jahr nicht geschafft haben. Und es war mega prall. Ich habe jetzt total Angst vor Puppen irgendwie. Und da stehen so viele Clownspuppen rum. Und wir haben noch ein paar Bekannte gesehen. Also Diego aus Ice Age war da auch und drin. Und Manni, ja. Ja, Manni in der Q-Line. Und OJ Puntuell aus Efteling war da auch drin. Er meinte nur so. Was? Ja, das war er. Ich bin mir 100% sicher. Ich bin mir auch relativ sicher. Ich bin mir sicher. Er sah exakt so aus. Aber hier sind diverse Figuren anzutreffen, die irgendwie aus anderen Parks bekannt vorkommen. Wollt ihr nochmal in den... Guck mal, sowas macht mir zum Beispiel schon Angst. Oh. So, wir folgen jetzt dem Strom zum Ausgang und melden uns dann entweder vom Hotel zurück oder je nachdem morgen wieder auf den Park. Wir haben jetzt in anderthalb Stunden 4 Mazes geschafft. Also es ist Freitag, vielleicht liegt es daran, dass nicht so viel los ist oder sind einfach schon viele nach Hause gefahren. Ja, dann sage ich mal Tschüss für jetzt und bis irgendwann. Wir sind angekommen bei unserem Hotel. Matthias, wo sind wir? In Essen. Essen. So, wie viele Minuten vom Moviepark? Halbe Stunde. Ja, das ist unser Hotel. Ist es das? McDreams, ne? Ja. Darunter gibt es schöne Sofas und Aldi. Da gehen wir morgen frühstücken. Aldi-Parkplatz. Das erinnert mich an irgendwas. Ja, wir gehen jetzt mal rein. Nein. Eins haben wir auf. Jetzt haben wir zwei. Da bin ich noch kurz drauf. Okay. Standard. iPad. Oder sowas ähnliches. Und das Bad. Ist das Bad auch gut? Ja, ist super. Hey, das ist voll. Guck mal. Klauen. Wo kann ich hier Lichter machen? Ah. Cremiger Seifenschaum. Und hier ist echt ein Föhn. Ja, also Matthias spielt gerade im iPad hier. Was machst du da? Ich guck nach Frühstück. Also, was kostet das? 45? 45 Euro die Nacht ohne Frühstück halt. Für beide? Personen, ja. Das ist echt cool. Das ist echt gut. Und ich finde es schön. Guck, schöner Teppich auch. Hauptsache Teppich. Ja, mir gefällt's. Hallo, Matthias.
Ja. Also auch nach dem Duschen sind wir immer noch der Meinung, Matthias, du hast vorhin gesagt, das beste Billighotel, in dem wir je waren, oder? Ja. Ja. Ich wünsche mir das in Paris. Ja, das wär's. Was ich noch vergessen habe, genau, Frühstück ist nicht, gibt's hier nicht, aber dieses Tablet sucht für einen so passende Frühstücksmöglichkeiten. Also und ihr habt's gesehen, Aldi. Also wir gehen morgen bei Aldi frühstücken, wie gewohnt. was ich noch gar nicht erzählt habe, was ich voll vergessen habe, als wir beim Moviepark rausfahren wollten, war es einfach eine komplette Eskalation, obwohl der Parkplatz schon fast leer war, also standen echt nicht mehr viele Autos, trotzdem ist man nicht weggekommen. Man stand da einfach und es ging nicht weiter. Also ich weiß nicht, wie der Park das schafft. Naja, egal. Jedenfalls, wir gehen jetzt schlafen und wir melden uns morgen aus dem Moviepark wieder. Bis dann! Yay! Guten Morgen! Wir haben aus unserer Parking-Situation von gestern gelernt und haben ganz hinten bei der Schranke geparkt heute. Gestern ging es halt auch schlecht anders. Da sind wir später gekommen. Ja, keine Ahnung. Jedenfalls hoffen wir, dass es heute dadurch besser wird, wenn wir reingelassen werden. Genau, wir sind, so ist jetzt, wie spät? Ja, früh. Das war halt. Okay, 10. Und, was wollte ich nur sagen? Ach so, wir haben so Dinger, was ist das denn? Wir haben so Dinger jetzt, so kleine Schlüsselanhänger haben wir gebastelt. zum Verschenken an alle Leute, die uns danach fragen, die uns treffen. Kriegen so einen kleinen Schlüsselanhänger. Auf der Rückseite haben wir unterschrieben für euch. Ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht so scharf, aber egal. Ja, wir gehen mal rein. Wir gucken, was uns erwartet. Heute ist Sparkassentag. Genau das wollte ich noch sagen. Es ist richtig geiles Wetter und Sparkassentag kommt mir bekannt vor von vor einer Woche. Vielleicht gibt es wieder das Krepplied. Hier gibt es Krebs. Ja, irgendwo gibt's Krebs. Okay, mal gucken. Ja, wir melden uns gleich aus dem Park zurück. Okay, wir sind wie immer als erstes von Helden's Factory gefahren und es haben, wir wurden schon darüber informiert beim Einsteigen, dass heute alle Effekte funktionieren. Es haben alle Effekte funktioniert, oder? Ja. Es haben alle funktioniert, Alter. Das ist das erste Mal, ich glaube, das ist das dritte Mal, dass ich hier irgendwas laber und das erste Mal sage ich, dass alles funktioniert hat. Ja, und die Hälfte war natürlich kaputt von den Effekten. Sehr schade. Und die Anstellzeit nicht mehr. Ich habe voll das Déjà-vu. Letztes Mal war ich auch an diesem Ort, glaube ich, und habe gesagt, dass wieder mal vieles kaputt war. Schade. Das ist immer der Moment, wo ich anfange zu sagen, es war zwar geil, aber es hat wieder mal nichts funktioniert. Ja, es aber waren 11 Fehler. 11? Er lernt es nicht. Das ist echt mühsam, aber naja. Jetzt sind 2 Stunden da. Ja. Sollen wir mal Nachtschicht machen? Echt so? Naja, aber die Fahrt war echt cool. Also wir hatten zwar einen Zug, der fühlt sich echt unsanft, was ich so von Mack-Rides gar nicht gewohnt bin, also von diesen Mack-Mega-Coastern. Komm, das würde im Panzerpark auch passieren. Ja. Aber war cool. Boah, hier ist es laut. Unser Plan jetzt ist
Excalibur. Wenn es irgendwo eine Stunde anstellt. Genau, ja. Excalibur. da das Wetter heute echt, also es werden heute glaube ich 26, 27 Grad. Ja, dann kann man das machen. Ach, wenn ihr das Video am 13. Oktober 2019 guckt, dann schreibt mal in die Kommentare, wie warm es bei euch heute ist. Weil heute ist der 13. Oktober 2018 und es wärmt noch 26 Grad. Was? Ja. Wie letztes Jahr. Oh, es ist echt, mir ist echt heiß schon. Ja, auch noch ausziehen. Ja, deswegen ist es auch in Ordnung, dass wir Drafting fahren und da es auch noch so toll thematisiert ist, freue ich mich umso mehr. Mit Brille heute, ja? Mit Brille heute, ich will auch mal was sehen, diesmal. Schub Leute reingelassen, man konnte einfach durchgehen bis... Fast bis zum Ende. Fast bis zum Ende, ja, genau. Ja, dann waren wir noch in der Stuntshow, wie immer toll. Und sie haben auch ein paar neue Sachen, neue Autos ja, und so. Und das war top. Und, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, während der Show merke ich so, irgendwas krabbelt hier. Dann sehe ich, da hat eine Spinne einen Faden von meinem Sitznachbarn zu meiner Schulter gespannt und dann ist einfach eine Spinne zu mir rübergekrabbelt. Oh Gott. Da war die Show so lang. Naja, jetzt sind wir eben noch... Star Trek sind wir zweimal gefahren, Helsing Factory, liebe Grüße an Steven. Und wir sind eine sehr große Gruppe geworden, ich schwenk mal kurz. Das sind alles noch Leute, man sieht euch zwar nicht, weil es blendet. Ja, genau, und jetzt wir wollen wir essen was gehen. Es da gibt erstmal. Wir gucken mal. Total leid, ich komme irgendwie nicht zum Vloggen und zum Filmen und zu machen. Wir sind einfach, es ist einfach so voll und wir rennen von da nach da und wir waren jetzt doch nicht essen. Wir wollten uns bei Lost Temple anstellen. Jetzt haben wir uns doch nicht bei Lost Temple angestellt, weil es zu voll ist, weil wir nachher noch zu Wrong Turn wollen, weil das heute früher aufmacht, glaube ich, als andere Maces. Da wollten wir uns rechtzeitig anstellen, damit wir nicht so lange warten müssen. Und jetzt haben wir uns überlegt, wo wollen wir essen gehen. Jetzt ist schon mal noch jemand dazugekommen. So, ein Teil der Gruppe steht gerade an bei Subway. Die Schlange ist mega lang. Sie geht bis draußen um die Ecke, bis quasi fast wo ich stehe an der Wand. Ich habe mich entschieden, das noch drauf zu verzichten und ja, danach gehen wir dann direkt zu Wrong Turn. Wir hoffen, dass es aufmacht dann irgendwann in naher Zukunft. Ja, weil es ist echt überall so extrem voll, dass man echt nichts mehr machen kann. Aber ja, haben wir mit gerechnet. Und wir waren ja gestern schon hier und konnten schon 4 Maces machen, von daher nicht so schlimm. Wir warten, dass jetzt die Goldpass. Ach so.
So, alle haben ihren Stuff. Wir sitzen zu 13 an einem Tisch. Mehr oder weniger. Eine kleine. Naja. So, wir sind angekommen bei Turn. Wir sitzen auf Boden. Und warten. Wenn wir Glück haben, machen sie in einer Stunde oder Viertel auf. Mal gucken. Aber dann haben wir nicht so lange gewartet. Wahrscheinlich werden wir erst später kommen. Dann warten wir vielleicht 3 Stunden. Naja. Hallo Matthias. Hi. Wie sind deine Erwartungen an Bronkern? Dass wir durch die alte Aktion gehen. Das ist alles? Ja. Wir haben uns übrigens natürlich auch dieses Jahr wieder extra im Film angeguckt, noch dazu, damit wir informiert sind und damit wir hoffentlich Dinge wiedererkennen. Ich hoffe, wir haben den richtigen Film gesehen. Vielleicht habt ihr mehrere Teile. Wir haben nur den ersten geguckt. Mal gucken. Der erste richtige Passkontrolle. Ja. Stehen da jetzt eher noch eine Stunde drin. Ja, mein Gott, das sind in deine Ersatzteile drin, ne? So, in die Queue dann wurden wir schon mal reingelassen, aber ich glaube, jetzt dauert es noch eine Stunde, bis das Maze aufmacht. Aber einige haben es hier sich schon sehr chillig gemacht. Ich guck mal, ob ich mich auch noch auf dieses Niveau begebe. Das ist doof. Was? Also wir haben so Strategien, wenn uns langweilig ist in der Q-Line, dann machen wir so Dinge und unser Favorite ist immer noch der hier. Es geht mit allen Fingern. Es geht auch mit dem und es geht auch mit dem. Jetzt noch die andere. Nein, Spaß. Gegenlicht, Action, Matthias! Tempel oder was? Ja, Tempel, ja, wollte ich auch noch machen. Oh ja, da bin ich auch voll scharf am Tempel. Wir müssen hier, hallo? Wrong turn! Ja, also ich fand, da waren gute Scares drin. Ich fand, mir hat's gefallen. So. Ja, das war nicht schlecht. Zusammenfassend gesagt. Ja. Also, es war so, wie ich erwartet habe. Man geht halt durch die Rinne von Isaac, was irgendwie total cool ist. Ja. Genau, es gab irgendwie 2 Pre-Shows. Ja. 3? 2? Ja, beim Einlassen war doch ein. Ah, gut, ja. Na egal, jedenfalls. War cool. Aber ich glaube, wenn man sich jetzt. Also, ich glaube, wir hatten echt Glück, dass wir uns so früh angestellt haben. Stunden haben wir jetzt gewartet. Ich habe um 16 Uhr aufgemacht, heute zumindest. Ja, ich glaube, jetzt ist schon Eskalation da. Ja, okay, wo gehen wir? Ja, wir wollen mal gucken, entweder Lost Temple? Lost Temple oder was? Oh ja, Dino! Dino! Ist das Tempel oder. Wir gucken, wir werden uns da zurück. Dann. Aber boah, die hat
sind ja 4 Pre-Shows, ne? So, also erst dieses, ja, das erste zählt nicht so ganz, aber dann kommt dieser Fahrstuhl und dann kommt nochmal ein Video und dann kommt nochmal ein Video und es ist einfach, oh. Es ist schon geil thematisiert, das Feuer ging nicht. Ich weiß nicht, ob das schon länger nicht mehr geht, wir sind schon ewig nicht mehr hier drin gewesen. Oh, denn wir saßen ganz hinten, wir hatten den schlechtesten Platz. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe das Problem, dass bei mir manchmal einfach ein 3D-Effekt nicht mehr funktioniert zwischendurch. Also ich, oh mein Gott, ich liebe den Ausgang von dieser Attraktion. Ernsthaft? Er hat gerade aufgehört. Ja, du warst zu langsam. Nee, das hat hier irgendwo einen Sensor. Geh nochmal zurück. Ich geh nochmal zurück. Das kann doch nicht wahr sein. Meiner Beschwerde fortfahren. Wieso verteilen die Brillen erst, wenn alle in diesem Ding sitzen? Das ist so unnötig. Warum macht man das nicht vorher? Das dauert doch. Oh. Und dann, oh, wir kommen da bei der dritten Pre-Show. Kommen wir so an und er kommt erstmal, nachdem wir schon irgendwie eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde gewartet haben, er kommt erstmal so, ja, das hier ist übrigens nicht die Achterbahn, die sie im Eingang sehen. Wir so, aha, alles klar, diese Info bekommen wir jetzt. Ja, und dann kommt noch das mit diesem, ja, für Kinder könnte das gruselig sein. Also, dann kommen alle Ansagen für Leute, die wieder raus, falls Leute wieder rausgehen wollen, weil sie das ist, was sie fahren wollen oder weil es zu gruselig ist oder so. Ja, also der Wartebereich ist echt mega schön thematisiert, aber die Fahrt geht gar nicht. Geht gar nicht. Aber wir haben schlechtere Immersive Tunnels gemacht, Jochen. Ja, viel schlechter. Aber ich bin trotzdem unterwältigt von dieser Attraktion. Ja. Aber ich kann nicht sagen, dass es so ist. Das sieht nicht schön aus. Ja, wir waren gerade am Diskutieren, ob wir jetzt gehen oder bleiben, weil da steckt, dass die alle 10 Minuten reinlassen und dass wir schon 15 Minuten gewartet haben. Aber in dem Moment kommt ein Mitarbeiter und deswegen gehen wir trotzdem rein. Wir wollen uns aber die Eröffnungsshow noch angucken, die in 15 Minuten anfängt. Ja, aber es soll 20 Minuten lang gehen, dann kommt erst die Show. Okay. Ich hoffe, wir schaffen es doch. Ja, wir sind jetzt, wie man sieht, doch wieder rausgegangen, weil es einfach viel zu lange dauert. Also der Mitarbeiter ist auch einfach verschwunden. Ach, hier ist er. Was macht er denn hier? Er quatscht mit jemandem. Toll! Naja, jetzt gehen wir zu der Show. Die anderen sollen dann den Simulator machen. Noch ein Teil der Gruppe ist gerade im Slaughterhaus. Und wir sichern uns jetzt dann für den Platz bei der Show. Und gucken die Show. Ah, du bist auch da. Okay. Ja, der steht immer noch. Warum? Nach oben.
Sein kann, weil da kein Platz ist und dann kam da eine rausgesprungen. Oh Gott, okay. Ja, jetzt wird es langsam dunkel, wie man vielleicht schon sieht. Das heißt, es wird atmosphärisch. Und ja. Mal gucken, ob ich noch ein paar atmosphärische Aufnahmen einfangen kann. Und dann wollen wir auch noch die letzte Maze machen, Camp Out. Das haben wir noch nicht gemacht. Und dann haben wir alle Maces. Zwar in 2 Tagen, aber hey, wir haben alle Maces dann. Wir sind im Wartebereich von Camp Out und das ist echt voll. Also ich habe auch den Wartebereich nie so voll erlebt. Aber wir haben noch mitbekommen, sie machen jetzt wie viel? 40 bis 45 Gruppen. Aber es ist nicht so viel wie Death Battle. Death Battle ist natürlich immer endlos Q-Line, aber es irgendwie funktioniert. Da werden immer Leute durchgeschaufelt. Ja, ich liebe diese kleinen Verzögerungen. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh. Alter! Camp Out, ne? Ich hab mich also in keiner Maze hier so verjagt wie da. Und zwar mehrfach. Es war. Oh, einmal habe ich richtig geschrien, weil da, wo ihr erst so einen Scare hinter dem Baum hat und dann wieder einen Baum, weil ich dachte, ist da nicht nochmal jemand hinter dem Baum? Und dann kam da jemand hin und ich habe so richtig laut geschrien. Das war gut. Oh. Und dann habe ich einfach mich an Matthias geklammert, Augen zugemacht und ich habe mich erschrocken, weil er sich erschrocken hat dann. Aber ich meine, wenn man in einer großen Gruppe ist, ist es von Vorteil, wenn man einfach etwas langsamer geht, weil dann hat man Abstand und kriegt auch die Scare. Ja, wir waren dann irgendwann vorne sozusagen, weil die vor uns waren, dass wir weiter schon gelaufen sind, beziehungsweise wir, keine Ahnung, irgendwie zurückgeblieben sind, keine Ahnung. Ja, jetzt wollten wir, ich hab schon wieder von Star Trek im Dunkeln fahren. Genau. Und dann von Helsing im Dunkeln. Ja, das ist immer mein Highlight. Wie Euro sind im Dunkeln. Ja, das ist auch cool. Ja, gut, das ist immer. Das merkst du ja schon, wenn wir den ersten Launch haben.
Danke! Schnappst du dir sofort dein Instrument, was vor dir zwischen deinen Beinen steht, und du gibst alles. Zum Glück bist du da. Wir haben hier ein paar Tische, die leider gehörlos sind. Ich kann das nicht, aber ich habe dich ja als meinen Freund hier und du. Hilfst mir natürlich sehr gerne mit vollem Einsatz deiner Arme, Beine und dem Rest deines Körpers. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich riesig und zum Glück könnt ihr ja jetzt auch verstehen, was ich sage. Da freue ich mich super und jetzt muss ich nochmal hier gucken. Dein Telefon. Ja, wenn der Fuß vibriert, muss man dran gehen. Hallo? Wer ist dran? Hallo? Wer ist da? Klaus? Wie du heißt, meinst du? Ach, weißt du nicht. Komm, wir gehen ein kleines Stück nach vorne. Happy Birthday to me. Ihr könnt ein bisschen beklatschen. Happy Birthday to me. Happy Birthday. Aber sie hat nicht so viel. Ach so. Ja, wir waren jetzt, wie ihr gesehen habt, noch in dieser Hypnose-Show. Darauf ist auch schon zu Ende. Ja. Aber diese Show ist einfach so witzig. Das ist so witzig. Oh, voll cool. Das Beste fand ich, als er dem einen gesagt hat, er kennt die Zahl 3 nicht mehr. Dann sagt er so auf 10 mal deine Finger und zählt dann so 1, 2, 4, 5, 6. Und fragt ihn so, okay, ja, dann zählen wir mal alle Finger. Wie viele sind das denn? Er so, ja, dann 12. Das war so cool. Naja, das Beste ist natürlich nicht gefilmt, wie immer. Ich schaff sowas einfach nicht. Ja, Matthias hat schon gesagt, Halloween Horrorfest ist zu Ende jetzt. Unser Tag im Moviepark ist zu Ende und wir gehen zum Ausgang. Ja, es war echt wieder sehr gut. Ja. Es war halt heute mal extrem voll, aber in den Mazes war es ja noch. Naja, es ging noch. Ja, es ging. Wir haben. Ja. Mein Gott, endlos Q-Line regelt das. Genau. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ja, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Video. Tschüss.